So, liebe YouTube-Freunde, der Udler ist wieder am Start. Wie versprochen, jetzt mit dem Gameplay zu Plants vs. Zombies Garden Warfare. In diesem Video werdet ihr ein paar Ausschnitte aus allen vier Klassen, die ihr hier seht, nur von den Pflanzen diesmal sehen. Ein weiteres Gameplay zu den Zombies wird dann folgen. So habt ihr die Möglichkeit, wirklich einfach mal 15 Minuten jede Klasse ein wenig zu sehen, wie man dort die spielt oder in Anführungsstrichen, wie man mal dort einen Kill zieht. Es ist sowieso sehr schwierig, alles zu zeigen, weil, wie gesagt, hier auch gerade jede Klasse eigentlich anders so ein bisschen zu spielen ist. Also das heißt, der Plasma P ist ganz anders zu spielen hier als dieser Barry Shooter oder der Law P, weil die andere Schussfrequenzen haben anderen Damage fahren, je nachdem welchen P-Shooter ihr zum Beispiel halt spielt. Genau das gleiche ist natürlich auf der Zombie-Seite. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal so ein paar Ausschnitte aus verschiedenen Karten zusammengefügt. Und dann könnt ihr euch das einfach mal anschauen und dann selber entscheiden, welche wahrscheinlich dann eure Favorite-Klasse ist. Während des Spielens werde ich gar nicht mehr so viel sagen. Ich mache jetzt einfach für euch noch ein Päckchen mit auf. Schauen wir mal, was mit drin ist. Zack, und da haben wir den nächsten Sticker. Oh, für die Alien-Sonnenblume. Die sieht, glaube ich, ganz geil aus. Da freue ich mich schon drauf. Sehr schön. Okay, dann einfach ein neues Tattoo bekommen. Neue Augen. Jawohl, die sind ein bisschen angeschwollen. Alles klar. Oh, so ein paar Zombie-Püppchen für meinen Kaktus. Es gibt Challenge-Stars für, wie gesagt, die Challenges, die jede Klasse hat, wenn man sie mal nicht schaffen sollte oder die überspringen möchte, hat man hier also jetzt 5 Stück dazu bekommen. Und so ein Jedi Jump, der ist auch neu, der ist aber nur für die Zombies dann einsetzbar. Der kommt dann den Pflanzen entgegengesprungen und versucht dort natürlich auch ein bisschen Damage zu ziehen. Ja, sehr nice. Wie gesagt, ich bin dann jetzt einfach mal weg. Hoffe, ihr habt jetzt bei der guten Viertelstunde einfach mal ein bisschen Spaß. Ich habe einfach mal ein paar lustige Sachen zusammengeschnitten und freue mich, wenn ihr wieder beim nächsten Mal bei dem Zombie-Gameplay einschaltet. Bis dann, euer Udler.
Bobby, Baba, Baba, Baba.